Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario, die Legende von mir und Tor. Letzten Part haben wir dies und das gemacht und sind hier vom Haus wieder stehen geblieben. Ne, wir haben das Schattentrio besiegt. Das Schattentrio, ja, das Schattentrio. Recht easy der Kampf. Easy. Richtig leicht gewonnen, ja. Ohne Probleme. Durchrasiert. So, wir haben die Perlenkette von Erona bekommen und jetzt wollen wir sie ihr zurückbringen. Denn, damit sie uns hilft. Wir safen einmal noch. Ja, ja, will ich, ja. Wenn es denn sein muss. Cool, ist jedes Mal auf die Aufnahme. Jedes Mal, ich hab Panik. So, Erona, wir haben deine Perlenkette. Das Collier, Entschuldigung. Oh, ihr habt mein Collier wirklich gefunden? Ich kann euch gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Aber es ist mir zu peinlich, euch ohne dieses Collier unter die Augen zu treten. Bitte legt das Collier vor die Tür und wartet einen Moment. Ja, okay, von mir aus. Oh, da bist du ja wieder, mein teuerstes, schönstes und liebstes Collier. Hä? Oh. 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 Oh, und du musst Mario sein, der Retter meines Colliers. Ach, was für ein verwegener Held. Wie kann ich dir nur jemals danken? Oh, lass mich dich in meine Arme schließen. Und dies sei das Zeichen meiner unendlichen Dankbarkeit. Oh. Sogar Bubuli. Oh, er geniert sich, wie süß. Aber du sagst etwas von Sternjuwelen, nach denen du suchst, Mario. Sind das etwa die gleichen, von denen in der Rohlinger Legende die Rede ist? Nach schillernden Juwelen zu suchen, welch verlockendes Abenteuer. Oh, wie könnte ich einer solchen Verlockung widerstehen? Und nicht zuletzt, dieser betörende Schnauzer hat mir völlig den Kopf verdreht. Ich bitte dich, Mario, nimm mich mit auf dein Abenteuer. Erona gehört nun zum Team. Ja, das ist unser nächstes Teammitglied. Hättet ihr es erwartet? Jeder weiß, jeder, der das Spiel kennt, natürlich weiß das, aber... Es gibt ja Leute, die es nicht kennen. So, Erona gehört unser Team. Yay! Und was sie kann? Sie kann. Was kann sie denn? Erona hat folgende Fähigkeiten. Drücke X und lässt ihre Winde wehen, sodass verschiedene Dinge wegfliegen. Treffen ihre Winde Gegner, so kann diese für kurze Zeit schwindelig werden. Die Windkraft hält an, solange du den Knopf gedrückt hältst. Ja. Das ist cool. Im Kampf kann sie sich mit dem Body Slam auf einen Gegner werfen und mit dem Hurricane fegt sie alle Gegner vom Platz. Aber Mario, du bist ja ein echter Herzensbrecher. Madame Erona ist sonst nicht so leicht zu beeindrucken. Was für ein Glück, dass sie mit uns kommt. Also auf zum großen Baum. Mit Aeronas Hilfe werden wir den Geheimgang mit Leichtigkeit finden. Und wir haben ein neues Teammitglied. Yay. Jetzt fliegt uns eine dickbusige Wolke hinterher. Na gut. Na gut. Dann gehen wir jetzt zum Baum. Es wird mal Zeit, ne? Ich hab schon gedacht, wir kommen eher zum Baum. Aber, naja. Das Spiel ist doch ein bisschen länger als gedacht, eigentlich. Teilweise. Also gerade hier ist das extrem. Wie lange das eigentlich gedauert hat, bis wir sie bekommen haben jetzt. So, sie kann pusten und husten. Testen wir mal aus. Mal gucken. Sind die auch noch jetzt da noch benebelt? Nee. Aber gucken wir mal, was sie im Kampf kann. Mal sehen. So, Erona, du bist dran. Was kannst du denn? Body Slam, Fähre, Sprungattacke und Hurricane. Machen wir Body Slam. Alter. Die tun mir leid. Etwas. Das tut mir echt leid, ein bisschen, ne?
Aber man muss auch bedenken, der Hurricane verschwendet halt gerade extrem viele Blütenpunkte. Ganze vier Blütenpunkte. Oh, kriegen wir wieder Münzboost. Ja. So, ich habe übrigens mein Live-Goal erreicht, ne? Ich habe mir jetzt... Mir steht eine Kaffeemaschine neben mir. Das ist cool, ne? Das ist cool. Das ist sehr cool. Habe ich das schon erwähnt? Nein, ne? Seit Part 11 habe ich das schon. Huch. Ich habe eine Mail. Gucken wir doch mal direkt nach. Wo kann man da mal gucken? Ah, da. Von RAD Erstausgabe, dem vierten Mail. Rohlingen, heute neueste Nachrichten aus unserer Stadt, direkt in deiner Mailbox. Ärger gab es in der Spielhalle in Westend, nachdem der Arbeiter Gombaniel 30 sich über die hohen Preise beschwert hatte. Griff er den kleinen Geldwechselautomaten Palmos 5 täglich an und löste so einen Alarm aus. Danach war Palmos für längere Zeit außer Betrieb und die Spielhalle musste zeitweise geschlossen werden. Palmos äußerte sich zu dem Vorfall wie folgt: Automaten empfinden keinen Schmerz, wenn man sie tritt, aber mein Stolz, der war verletzt. Auch in der Spielhalle sollten wir uns alle an Regeln halten. Shopping-Detektiv. Hier stellt der Shopping-Detektiv die tollsten Läden der Welt vor. Heute im Visier der Laden von Bar T. In Blütenweiler. Seit 20 Jahren Qualität und Tradition. Seit eh und je ist Bar T ein stolzer Junggeselle. Aber es heißt, er versteht sich sehr gut mit der Rezeptionistin im Tothaus. Und der Kommentar des Geschäftsmannes: Wir leben nur einmal. Das muss man genießen. YOLO. Qualität und faire Preise finden jung und alt bei Bar T. Rezeptecke. Einfach Rezepte zum selber machen, ohne großen Aufwand. Heute steht Bratpilz auf den Speisezettel. Schnell gemacht, man braucht nur einen Pilz. Wie wäre es mit einem gesunden und nahrhaften Abendessen? Zum Schluss, danke für Ihr Interesse an unseren RAD. Viel Spaß auch bei der nächsten Ausgabe. Herausgeberredaktion Förderverein Rohlingen. Das ist nice. Das ist wichtig. Das ist äußerst, äußerst wichtig zu wissen, dass Automaten auch Gefühle haben. Ja. Wir gehen jetzt weiter. Und komm zum hoffentlich mal jetzt endlich mal einen Baum rein. Das wird noch kompliziert genug da drin. Ich weiß es. Hallo. So, irgendwie war es nach oben im Geheimgang und dann pusten und husten. Richtig, guck mal da. Eingang. Da ist der geheime Eingang. Endlich können wir hinein. Diese Bubus sind wirklich bezaubernde kleine Dinger. Mario, wusstest du eigentlich, dass ich noch bis vor kurzem ein großer Bühnenstar war? Mein Name Madame Erona war überall bekannt. Aber die Verruchtheit hinter den Kulissen, naja, das ist wohl die raue Realität. Jedenfalls hatte ich es satt und deshalb habe ich mich in den Wald zurückgezogen. Aber diese kleinen Bubus mit ihren unverfälscht reinen Herzen. Sie erinnert mich daran, wie rein und unverfälscht mein eigenes Herz einmal war. Und plötzlich erkannte ich, dass die Bühne mein Leben ist und dass ich mit meinem reinen Herzen zurück ins Rampenlicht muss. Für diese Erkenntnis bin ich den Bubus unendlich dankbar. Mario, hier. Was? Hä? Ach, er hat geredet. Von innen ließ sich die Tür ganz leicht öffnen. Komm schnell rein. Zeit, den Bubus meine Dankbarkeit zu erweisen. Gehen wir, Mario. Yay. Da steht auch dick fett Eingang, Alter. Das ist sehr geil. So, rein in das Bäumchen. Das wird ein Träumchen. Und wie es aussieht, ja. Das ist auch ein Träumchen. So, können wir wieder die Dinger hier jetzt shaken. Komisch, sonst sind alle hier. Hallo, Bubuma. Hallo, wo seid ihr? Zeigt euch doch. Hallo. Oh, die Kruzionen. Wer seid ihr? Wie seid ihr hier reingekommen? Hey, warte mal, der da. Ist das nicht dieser Mario? Wirklich? Na dann knöpfen wir ihn uns vor. Aber wir haben Anweisungen von Oberst Crucillus, sofort zu melden, wenn wir ihn sehen. Denk doch mal nach, Trottel. Wenn wir ihn fertig machen, streichen wir den Ruhm ein. Ah, stimmt auch wieder. Also los, auf ihn. Und los. Ja, gleich sofort ein Kampf initiiert im... Oh, was hat er denn da bei sich?
Naja, wir gucken wir den mal. Wir sehen das ja mal. Gleich mal gucken. Ups, zu früh. Jetzt habe ich zu früh gedrückt. Passiert mal, Entschuldigung. Ich würde die gerne trotzdem mal scannen. Ich weiß, Arona, es tut mir leid, aber wir müssen hier tun mal. Wir müssen mal scannen. Was hast du? Was ist das? Oh. Alter, was geht mit euch ab? Na, erstmal den machen wir hier kaputt. Das hast du gut gemacht. Hoffentlich schaffst du es wenigstens zu scannen. Das ist ein Fußsoldat. Hier steht, sie gehören zur Organisation der Kruzionen. Und sie stehen wohl am untersten Ende der Hierarchie. Maximal KP 4, bla bla bla. Im Kampf verwenden sie gerne Kraftpunsch, um größer zu werden. Also aufgepasst, versuchen wir schnell diesen Kerl aufzuräumen. Mit der, ja. Mist. Alter, die machen gleich gerade 3 Schaden. So, Mario, schaffst du es wenigstens jetzt zu treffen? Danke. Und dich tausche ich aus. Gut, also normal. Meine Güte. Danke. Danke. Wer immer das war. Body Slam. Oh Mann, ey. Eine skandalöse Niederlage. Aber das nächste Mal kriegen wir dich bestimmt. Und jetzt sollten wir die Oberst Kruzillas Bericht erstatten. Feiglinge. Feiglinge. Wie du die fertig gemacht hast, Mario. Unvergleichlich. Aber wir wissen immer noch nicht, wo die anderen alle sind. Vielleicht sind sie ja schon gar nicht mehr hier. Wieso um alles in der Welt versteckst du dich denn da? Komm raus, ich habe einen starken Verbündeten mitgebracht. Oh, ist der riesig. Dieser bärtige Riese wird uns bestimmt alle auffressen. Oh du, sind da noch mehr von uns? So riesig, sehr dubios, ein Monster, gefährlich, dieser Bart, hab Angst, so stark. Hab doch keine Angst, Mario ist unser Freund. Er wird alle Gegner fertig machen, genauso wie die beiden eben. Ja. Also darf ich vorstellen, Mario. Halt! Woher sollen wir wissen, ob er wirklich unser Verbündeter ist? Vielleicht ist er ja ein Spion, den diese Typen geschickt haben. Was redest du da, Bubulas? Mario gehört doch nicht zu denen. Er will uns helfen. Wir alle zusammen könnten diese Typen verjagen. Und dann würden dieser schöne große Baum endlich wieder uns gehören. Hör dich doch an, Bubulio. Du spielst dich hier wie der große Anführer auf. Du hast doch keine Ahnung, was hier passiert ist, seitdem du weg warst. Wie in so einem Disney-Film, wisst ihr? Wie, was? Was redest du da? Und wieso seid ihr eigentlich nur so wenige? Wo sind denn die anderen? Die sind gefangen genommen worden. Von denen. Sie haben alle. Auch Bubuma. Und deine Schwester. Was, Bubulia? Das kann doch nicht wahr sein. Oh doch, sie haben sie alle mitgenommen. Nur weil wir eh nichts über irgendwelche Juwelen sagen konnten. Keine Ahnung, wovon die gerade geredet haben. Oh, Bubulia. Wir müssen ihnen helfen, alle zusammen. Was soll das? Wir haben doch eh keine Chance. Nur zu allem Übel haben sie auch noch diese Pikatus mit denen verbündet. Die denken, so können sie sich die Herrschaft über den Baum sichern. Wir sind am Ende. Daran wird auch dieses bärtige Original nichts ändern können. Wie kannst du nur so reden? Wir müssen es doch wenigstens versuchen. Wir alle zusammen könnten diese Pikatus oder wen auch immer schlagen. Deshalb bitte ich euch, wir müssen zusammenhalten. Du scheinst ja sehr überzeugt von denen zu sein, was du da redest. Soll uns dieser bärtige Wicht doch mal zeigen, was er kann. Was soll das denn jetzt? Also, wenn du und dieser Schnauzertyp es schafft, die anderen zu befreien, dann bin ich auch bereit, euch danach zu helfen. Aber dazu wird es sowieso nicht kommen. Und ob es dazu kommt, oder Mario, gehen wir werden sie befreien.
Richtig, du fetter Lappen. Na gut, ihr rettet also unsere Freunde, oder? Oder kapituliert ihr schon? Halt die Schnauze. Jetzt erstmal schön healen. Meine Güte, sind die frech. Und safen tun wir auch nochmal einmal. Ja, und da die Tür kann man ja nicht, dann müssen wir ja halt die Röhre nehmen, ne? So, retten wir mal die Bubus. So, aber ich würde erstmal. So. Es scheint, als könnte man hier ein Item anbringen. Ich denke auch. Aber wir gehen jetzt einmal durch die Tür. Ich finde das nice, wie der Baum hier aussieht im Hintergrund, ne? So ein bisschen Wasser. So. Mal sehen, wo die anderen sind, wann wir die ersten antreffen. Erstmal kriegen wir einen Kraftpunsch. Ja, es sind ja diese Kruzionen, die können wir ja auch. Oh! Das ist ein neuer Gegner. Ein neuer Gegner. Wir machen erstmal den fertig und dann scannen wir den mal. Den. Was auch immer das darstellen soll. Der Fidget Spinner, Alter. Mal gucken. Das ist ein Fidget Spinner. Diese Dinger werden von den Kruzionen hergestellt. Wenn sich Mini-Kruzimaten in der Nähe befinden, werden sie unangreifbar. Also musst du zuerst die Mini-Kruzimaten ausschalten. Sind ja Gott sei Dank keine da. Das verwirrt die Jugend. Oh nein. Da haben wir es hier nicht einsetzbar. Warum das denn? Okay, ja, dann gehen wir in den Multikopfnuss. Wieso sind da so viele Piranha-Pflanzen im Publikum? Was ist denn da los? So. Ja, ich hab halt sie nach vorne, weil ich wegen dem Scannen, ne? Man will ja alles gescannt haben. Also alles werde ich nicht scannen, aber so viel wie möglich. Und ich möchte sehen, wie viel KP die Gegner haben. Oh, was? Du Lappigal. Oh, ich wollte ihn eigentlich schlagen. Oh, fuck, das könnte ein Problem geben. Was haben wir denn hier sonst? Na, nicht wirklich was Gutes. So. Können wir den angreifen? Greifen wir den an, dann wechseln wir zu Arona. Arona. Weil sie ist hier gerade gar keine Hilfe. Oh. Bitte keinen von diesen kleinen Dingern. Oh, doch, natürlich. Ah. Sehr schön. So, aber guck mal, was du kannst. Mama, Hurricane. Ich weiß nicht, was ich drücken muss. Da stand nichts. Irgendwie. Bin ich doof. Egal. Mach mal einen Sprung auf, Dings. Und dann machen wir Body Slam, ja. Also das Ding lebt halt immer noch, ne? Alter, das ist ja unfassbar. Das hält aber auch raus. Zack. Jetzt sind die ganzen Kruzionen im Publikum, Alter. Das ist sehr merkwürdig hier.
bisschen gucken, was da war, wann ich drücken muss, um den Cool-Modus zu erreichen. So, Münzen halt. Und bevor wir in diese Röhre gehen, das machen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.